Ja, herzlich willkommen. Ich hebe meine Stimme, um sie resonieren zu lassen in diesem Raum, in der alten Kelter. Herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Ostemore. Ich bin sozusagen gesamtverantwortlich für die Triennale, für die 15. Ausgabe der Triennale Kleinplastik hier in Fellbach. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen für unseren doch auch sehr wichtige Veranstaltungsreihe unter dem Titel Resonanzen, den Dingen öfters zuhören, konzipiert von Nicola Hartl. Und der zweite Teil dieser Veranstaltung widmet sich einem sehr zentralen Thema, für uns Menschen zentralen Thema, für den Planeten Erde zentral, aber auch hier in der Triennale Kleinplastik Fellbach haben wir in Kooperation mit Antje Majewski, Gabriel Rossell Satillan und Memory Beaver, mit denen dreien ich diese Triennale erarbeitet habe, zusammen, gemeinsam in verschiedenen Gesprächen sozusagen erdacht habe, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es doch eine ganz zentrale Frage ist, welchen Umgang wir eigentlich auch mit natürlichen Objekten, mit natürlicher Materie pflegen. Also welches Selbstverständnis steht eigentlich dahinter? Und so wollen wir heute dieser Frage auch nachgehen, der Frage nachgehen, wie kommen wir als Menschen eigentlich auf die Idee, überhaupt irgendetwas besitzen zu können, zum Beispiel auch lebendige Materie besitzen zu können. Also woher kommt dieser Anspruch, diese Motivation, der Anspruch überhaupt, Eigentum besitzen zu können? Mit welcher Behauptung haben vor allem Männer, muss man ganz klar sagen, einen Pflock in die Erde gehauen und gesagt, das ist jetzt das Land, vor allem im 16. Jahrhundert, aber auch schon viel früher, wie wir wissen. Und mit welcher Legitimität, und das ist der springende Punkt heute für uns, wurde dieses große, fundamentale Missverständnis aufgebaut und über Jahrhunderte Jahre gepflegt und uns auch dahin gebracht, dass wir das gar nicht mehr in Frage stellen. Dass wir immer noch denken, wir könnten Land, also die Erde, ein Baum, ein Fluss, ein Busch oder sonst irgendetwas besitzen können. Ein ganz großes Missverständnis. Und ich freue mich ganz besonders, heute eine wirklich große Spezialistin auf diesem Gebiet, nämlich Frau Dr. Irene Schöne, willkommen zu heißen, Ökonomin und wirklich Fachfrau auf diesem Gebiet. Wir haben im Vorfeld Antje Majewski, hat Irene Schöne und auch Pierre Ibisch eingeladen im Vorfeld zu einem Gespräch. Dieses Gespräch ist im Katalog abgedruckt, was ich sehr, sehr empfehle. Da werden wir heute nochmal dieses Gespräch vertiefen. Denn letztlich ist die Frage, auf welchem legalen oder vor welchem legalen Hintergrund überhaupt solche Missverständnisse möglich sind und was ist zu tun, um diese Missverständnisse auch wieder rückgängig zu machen. Da tasten wir uns heran und das ist eben meine große Freude in der Zusammenarbeit mit Antje Majewski, weil sie in ihrer künstlerischen Arbeit, aber auch in ihrer, wie soll ich sagen, auch aktivistischen Arbeit, ihrer initiatorischen Arbeit nicht die Themen nur anreißt und auf der Oberfläche hält, sondern eigentlich tief in die Materie einsteigt, um zu erfahren, was ist eigentlich möglich, was ist auch möglich an Veränderung. Und dem wollen wir heute nachgehen. Aber ich freue mich vor allem auch sehr, dass wir heute starten eigentlich auch mit einer performativen Reflexion auf die Frage nach kulturellem Erbe, kulturelles Kapital, sage ich jetzt auch mal, aus einer Perspektive oder gerade auch von dem Hintergrund der postmigrantischen Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf oder kann. Und ich begrüße kein schöner Archiv, nämlich Nuray Demir und Michael Arnoff, und ich freue mich wirklich ganz besonders auf euren Auftritt heute. Aber jetzt möchte ich erstmal weitergeben an Nicola Hartmann, die diese ganze Reihe konzipiert hat. Hartl, Entschuldigung. Wirklich, die Hitze, sorry. Also auf jeden Fall, Nicola Hartl hat diese Reihe konzipiert. Wir sind jetzt im zweiten Teil der Resonanzen
und möchte das Mikro weitergeben an Sie. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir alle heute hier zusammen sind, auch wenn es etwas ungeplanter abgeht als geplant und etwas später. Und genau, ich erzähle kurz noch was zu den Resonanzen generell, glaube ich, und auch zu den verschiedenen Themen, die wir bisher schon bearbeitet haben und wie es vielleicht auch weitergehen wird. Also wir hatten am 30. Juni die erste Veranstaltung, die sich um das Thema Restitution und Reparation gekümmert hat, und es wurde ein Film von Ariella Aisha Asselay gezeigt, der die Dinge als Verträge besprochen hat und irgendwie verschiedene Verknüpfungen gemacht hat von Dingen, die in europäischen Museen sind, von Herkunftsgesellschaften, Fluchtwegen, Migration und den Einforderungen, die nicht eingehalten werden, und das auch in Bezug auf diese Diskussion über Eigentum, diese Diskussion allerdings auch über unpayable debt, also unbezahlbaren, wie sagt man das auf Deutsch, sorry, ich bin auch ein bisschen erhitzt heute, genau, Schulden, unbezahlbare Schulden. Genau, was dann weiterging gestern Abend mit einer Diskussion zwischen Brenna Banda und Hanna Vögele, die eben dieses Thema auch nochmal mehr aufgefangen haben und generell auch nochmal über die Fiktion, also das Konstrukt der Fiktion von Besitz gesprochen haben und auch Wege aufgezeigt haben, vielleicht das anders zu sehen, eine andere Positionierung dazu einzunehmen, die auch ein gewisses Empowerment darstellen kann und eben ja, in unserer Zeit vor allem, wo wir natürlich alle etwas frustriert sind auf verschiedenen Ebenen mit den Besitzverhältnissen in dieser Welt. Ich glaube, das haben auch gerade zeigen auch gerade wieder doll die Krisen, in die wir uns reinbewegen oder die sich auf uns zubewegen, dass da einiges in Frage zu stellen ist und eben nichts zu Ende gesprochen ist. Genau. Und es wird weitergehen im September mit einem weiteren Programmpunkt von Resonances in der IFA-Galerie in Stuttgart, zusammen mit Memory Biva und Rob Machiri, und da werden diese Themen auch nochmal verhandelt, aber auch auf der Ebene von auch einer Art von immateriellen Kulturebene, nämlich auf der Ebene von Sound und Song und auch in Bezug auf Namibia und deutsche Geschichte. Genau. Und jetzt gehe ich erstmal hier auf meine Gäste ein, Nuray und Michi. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und trotz der widrigen Umstände hier irgendwie wir alle zusammenkommen. Kein schöner Archiv beschäftigt sich mit immateriellem Kulturerbe, und ich glaube, die beiden werden euch heute auch einen Einblick geben, was das eigentlich ist und was auch die rechtliche Ebene, aber die legale Ebene irgendwie, oder wie das verhandelt wird in der heutigen Gesellschaft. Es gibt auch den Bezug zum Häuslebauen. Und Nuray und Michi wollen heute Abend ihr Traumhäusle bauen. Was das genau bedeutet, werden wir gleich erfahren. Ich sage noch mal kurz was zu euren Hintergründen vielleicht und würde euch dann vielleicht auch noch mal kurz, wenn das okay ist für euch, vor eurer Intervention fragen, was ihr gerade eigentlich macht. Okay. Ja? Okay. Also, Michael Anhof ist politischer Anthropologe, Kurator und Performer. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich performativer Kultur, Identitätspolitiken und sozialer Gerechtigkeit im Kulturbereich. Finde ich auch ein Thema, da müsste man sehr viel mehr drüber sprechen teilweise. Ich finde, das durchzieht irgendwie auch alle unsere Beschäftigungen. Heute vielleicht nicht, aber vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal irgendwie auch aufrollen. Genau. Nuray Demir ist Künstlerin, Kuratorin und auch Performerin aus Berlin. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben zusammen in Hamburg studiert und deswegen ist es auch eine ongoing conversation zwischen uns mit vielen verschiedenen Themen, die sich auch immer wieder überschneiden. Und vielleicht gebe ich jetzt einfach das Mikro an euch und ihr erzählt uns kurz, was ihr gerade so macht, was euch gerade beschäftigt, und dann geht's los. Fangen wir schon mal an. Also, was uns als kein schöner Ich beschäftigt als nächstes, wenn man uns denn lässt und uns Geld gibt, ist die Selbstverteidigung. Und, ich muss ein bisschen mehr so sprechen, ne? Was uns als nächstes interessiert, sind die Praktiken der Selbstverteidigung, wobei wir erstmal herausfinden müssen, was das Selbst überhaupt ist. Und wir müssen eine ganze Reihe von neuen kulturellen Praktiken aufnehmen in unser Archiv, die mit der Selbstverteidigung zu tun haben. Und eine
kulturelle Praxis, die wir unbedingt aufnehmen müssen, ist die These. Und das Projekt oder das Teilprojekt heißt Thesification. These ist eine Tante, aber es ist eine Tante, die sich ursprünglich aus der türkischsprachigen Bereich eben nicht nur für Blutsverwandte interessiert, sondern für alle nach jüngeren Menschen ihrer Nachbarschaft und Community. Und wir haben beschlossen, dass wir in dem Alter sind, dass wir das letzte Mal auf unsere Thesis zurückgreifen und langsam in dem Alter sind, dass es Zeit ist, selbst These zu werden, und wir machen eine Ausbildung zur These. Ja. Das treibt uns um. Wir fangen mal an. Genau. Ja. Wir können ja dann im Anschluss noch reden, wenn ein bisschen Zeit bleibt. So, jetzt wird's ernst. Sehr geehrte 15. Triennale Kleinplastik Fellbach. Sehr geehrte deutsche Sektion der UNESCO. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe HäuslebauerInnen. Ich bin Nora Demir. Und ich bin Michael Anhoff. Seit rund 5 Jahren arbeiten wir offiziell an unserem Projekt Kein schöner Archiv. Es dokumentiert das immaterielle Erbe der postmigrantischen Gesellschaft. Warum immaterielles Kulturerbe? Immaterielles Erbe lebt von der Wiederholung und Weitergabe lebendiger Kultur. Es lässt sich nicht einfach in einen Schaukasten sperren. Es wird immer wieder von Neuem aufgegriffen, entwickelt sich dadurch stetig weiter und ist daher nicht so leicht zu fassen. Dass Kultur auch in Praktiken und Wissensbeständen ihren Ausdruck findet, ist nichts Neues. Verhältnismäßig neu ist aber der kulturpolitische Ansatz, immaterielle Praktiken zum Erbe zu erklären. Ob etwas als Kulturerbe Anerkennung findet, ist immer Verhandlungssache. Dass dies nun auch für den immateriellen Teil von Kulturen gilt, ist hauptsächlich Verdienst der UNESCO. Sie stärkte ein Kulturerbe, das im Gegensatz zur europäischen Tradition auf der Lebendigkeit von Kultur statt auf deren Monumentalität beruht. Dazu verabschiedete sie 2003 das Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes. Hieraus ergibt sich der folgende Kriterienkatalog, wir zitieren. Erstens, unter immateriellem Kulturerbe sind Bräuche, Traditionen, Ausdrucksformen, Wissen und Fertigkeiten zu verstehen, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes ansehen. Zweitens, es wird in einem oder mehreren der folgenden Bereiche zum Ausdruck gebracht. A. Mündlich überlieferte Traditionen und Ausdrucksformen einschließlich der Sprache. B. Darstellende Künste. C. Gesellschaftliche Bräuche, Rituale und Feste. D. Wissen und Bräuche in Bezug auf die Natur und das Universum. E. Traditionelle Handwerkstechniken. Und F. Formen gesellschaftlicher Selbstorganisationen. Drittens. Immaterielles Kulturerbe zeichnet sich durch seine lebendige Praxis und Anwendung in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft aus. Es wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Viertens. Immaterielles Kulturerbe wird von Gemeinschaften und Gruppen in Interaktion mit ihrer Umgebung, mit der Natur und mit ihrer Geschichte kreativ und fortwährend weiterentwickelt. Fünftens. Immaterielles Kulturerbe vermittelt ein Gefühl von Identität und Kontinuität, wodurch die Achtung vor der kulturellen Vielfalt und der menschlichen Kreativität gefördert wird. Sechstens. Immaterielles Kulturerbe steht im Einklang mit bestehenden internationalen Menschenrechtsübereinkünften, dem Grundgesetz sowie dem Anspruch gegenseitiger Achtung von Gemeinschaften, Gruppen sowie der nachhaltigen Entwicklung. Grundsätzlich ist ein offener Zugang zu Kulturform gewährleistet, sofern eine Beschränkung nicht zum Kern der kulturellen Ausdrucksform gehört. Wie zum Beispiel beim Knabenchor, da gab es bereits ein Gerichtsurteil, weil eine Juristin ihr Kind in einem Berliner Knabenchor einklagen wollte. Siebtens. Eine möglichst weitreichende Beteiligung von Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls Einzelpersonen, die dieses Kulturerbe pflegen, weitergeben und weiterentwickeln, muss gewährleistet und nachweisbar sein. In der Bundesrepublik Deutschland trat dieses Übereinkommen am 9. Juli 2013 in Kraft. Seitdem können sich Kulturvereine, Gemeinschaften und Netzwerke um die Aufnahme in das neue bundesweite Verzeichnis
des immateriellen Kulturerbes bewerben. Hierfür treffen die Bundesländer eine Vorauswahl und jährlich entscheidet das Expertenkomitee Immaterielles Kulturerbe über Neuaufnahmen. Die Mitglieder des Expertenkomitees heißen Amelie, Angelika, Christoph, Elmar, Elisabeth, Gertraud, Gisela, Hans-Heinrich, Inge, Ira, Markus, Manfred, Michael, aber nicht der da, Marie-Therese, Sophie, Sabine, Sibylle, Sophie, Thomas, Thiago und Wolfgang. Noch nicht. Die staatlichen Vertreterinnen ohne Stimmrecht heißen Birgitta, Christina, Daniel, Markus und Susanne. Mittlerweile hat die Kommission über 100 Bräuche, Traditionen, Techniken und Praktiken in ihr Verzeichnis aufgenommen. Wir haben eine Auswahl vorbereitet, was sich in Deutschland bereits immaterielles Kulturerbe nennen darf. Da wäre zum Ersten die Auseinandersetzung mit dem Rattenfänger zu Hameln. Bergparaden und Bergaufzüge in Sachsen. Der Blaudruck sowie Chormusik in deutschen Amateurchören. Die deutsche Brotkultur und die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft. Die traditionelle Flussfischerei an der Mündung der Sieg in den Rhein. Jetzt kommt meine Lieblingstradition aus Baden-Württemberg, das Ersamen-Nahengericht zu Grosselfing. Und für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, das Nahengericht von Grosselfing wird im Abstand von durchschnittlich 3 bis 7 Jahren am Sonntag vor der Fastnachtswoche und am schmutzigen Donnerstag abgehalten. Ist eigentlich auch eine Triennale. Das Spiel umfasst einen Umzug, mehrere szenische Darstellungen, Lieder und Tänze und in Höhepunkt die Gerichtsverhandlung. Der Jahrtag am Schmotzigen beginnt mit der Jahrtagsmesse und anschließend gemeinsam Frühschoppen. Dieser Jahrtag findet auch in Jahren ohne Spielaufführung statt. Am Vortag schied eine kleine Schar von Butzen, Trommlern und Pfeifern und Hans Wursten durch die Straßen und macht auf den Jahrtag aufmerksam. Dabei ziehen sie auch im Rathaus ein und um 12 Uhr an den Spieltagen stellt sich der Zug der Nahen auf dem Marktplatz auf und das Spiel endet um die Bedleuzeit. Insgesamt nehmen 350 Männer und Knaben an der Aufführung teil und die gesamte Markung wird zum Venezianischen Reich erklärt, deren Residenz Grosselfing dann ist. Falknerei, aber auch das Feldgeschworenenwesen in Bayern. Das Finkenmanöver im Harz. Das Flechthandwerk und das Forster-Hanselfinger-Hutspiel. Die Genossenschaftsidee. Gesellschaftliche Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben im Jahreslauf. Die Handwerksgesellenwanderschaft Walz. Das Hebammenwesen. Die Heiligenstädter Palmsonntagprozession. Der hessische Kratzputz. Das historische Festspiel, die Kinderzeche zu Dinkelsbühl. Kneipen, traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneips. Die künstlerischen Drucktechniken des Hochdrucks, Tiefdrucks, Flachdrucks, Durchdrucks und deren Mischform. Märchen erzählen und die Morsetelegrafie. Ja, ja, das Morsen ist nicht zu unterschätzen. In seiner Begründung erwähnte die deutsche UNESCO-Kommission die besondere Bedeutung der Funkamateure, die die Regeln und Gebräuche der Morsetelegrafie aufrechterhalten und so sicherstellen, dass die Form und Funktion der Anwendung lebendig bleiben. Ende 2020 betrug die Anzahl der zur Teilnahme am Amateurfunkdienst berechtigten deutschen Funkamateure 62.711. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind dies etwa 0,08%. Die meisten Funkamateure gibt es in den Vereinigten Staaten mit etwa 779.000 oder 0,24%. Den weltweit höchsten Anteil von Funkamateuren an der Gesamtbevölkerung hat Japan mit 0,36 bei rund 436.000 Funkamateuren, bezogen auf seine rund 120 Millionen Einwohner. Weltweit gibt es knapp 3 Millionen Funkamateure, aber weiter im Text. Orgelbau, Orgelmusik und die ostfriesische Teekultur. Poetry Slam, ich muss an dieser Stelle immer lachen, Poetry Slam im deutschsprachigen Raum. Porzellanmalerei und Posaunenchöre. Das Reetdachdecker-Handwerk. Die regionale Vielfalt der Mundarttheater in Deutschland. Die sächsischen Knabenchöre und die Salzwirker Brüderschaft im Tale zu Halle. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht. Das Singen der Lieder der deutschen Arbeiterbewegung. Skatspielen. Spitzenklöppeln im Oberpfälzer Wald. Das Tonnenabschlagen. Die Töpfertradition Westerwälder Steinzeugs in und um Höhe Grenzhausen sowie Breitscheid. Die Volktanzbewegung in ihren regionalen Ausprägungen in Deutschland. Ja, und nicht zu vergessen die Anwendung von traditionellem Kalkmörkel.
Beim Lesen dieses Verzeichnisses stellt sich uns jedes Mal wieder die Frage, wieso sollte eigentlich nur die UNESCO immaterielles Erbe auswählen? Und warum haben die Poetry Slam ausgewählt? Wir freuen uns über das vielfältige immaterielle Erbe, das bereits ausgewählt, geehrt und geschützt ist, aber wir glauben, dass wir das auch können. Uns fallen nämlich noch reihenweise Traditionen ein, die tief in Deutschland verwurzelt sind, wie zum Beispiel Shisha-Rauchen oder welche, die drohen, in Vergessenheit zu geraten, zum Beispiel die Idee der Solidarität. Seit 2018 dokumentieren wir das immaterielle Erbe der postmigrantischen Gesellschaft live und öffentlich. Leider sind wir nur zu zweit. Deswegen sind wir nicht ganz so schnell wie Marie-Therese, Thomas, Wolfgang und deren Kolleginnen von der UNESCO. Aber mittlerweile haben wir selbst 12 Traditionen und Praktiken der postmigrantischen Gesellschaft verewigt, die wir für überaus ehrwürdig halten. Die Raumpflege und den Lieferdienst etwa, aber auch das Berliner Kiezleben, die Community-Idee und das Blondsein. Eine kulturelle Praxis, deren Aufnahme ins Archiv in unserem Komitee noch heftig diskutiert wird, ist der Kanakenkomplex. Eine biografisch bedingte Disposition, sich immer wieder vor der weißen deutschen Dominanzkultur rechtfertigen zu müssen oder zu wollen, obwohl du hier geboren und aufgewachsen bist und deine Eltern dieses Land mit aufgebaut haben. Viele bereits gewürdigte Initiativen hören sich ziemlich putzig an, sind gegenüber neuen Deutschen eher kratzputzig. Beispielsweise konnte im Jahre des Herrn 2014 ein Muslim in Westfalen nicht Schützenkönig werden, obwohl er am besten geschossen hat. Die Königswürde ist laut Vereinssatzung von Anno dazu mal eben nur Christen vorbehalten. Migrantisierte Kulturarbeit ist immer doppelte Arbeit gewesen. Sie muss nicht nur kreativ sein und Projekte umsetzen, sondern zugleich erst die Strukturen aufbauen, in denen sie sich entfalten kann. Wir sind heute Abend zu Ihnen gekommen, um eine regional äußerst wichtige Praxis, zumindest auf seine Ehrwürdigkeit, zu prüfen. Das Häuslebauen. Das Häuslebauen ist keine Privatangelegenheit. Es ist eine kollektive Praxis. Der Wunsch, ein familiäres Eigenheim zu errichten, bedarf der sorgfältigen Planung. Es braucht den passenden Partner, die passende Partnerin. Es braucht das passende Einkommen. Es braucht einen passenden Lebensstil. Vom Kohlegrill bzw. heute Smoker auf der Terrasse bis zur Waschküche im Keller und genau 2 Kinderzimmern, die im Idealfall in unterschiedlichen Farben gestrichen werden dürfen. Das Häuslebauen ist ein Way of Life. Wenn meine Augen über die Wälder und Täler Baden und Württemberg streifen, dann sehe ich eine Kulturlandschaft, geprägt von dem Wunsch, das eigene Leben in den eigenen 4 Wänden zu verbringen. 100.000 kleine Universen in Streudörfern und Mittelstädten, politisch bedroht von Debatten um Bodenversiegelung und Bankkrediten. My home is my Hohenzollern Castle. Das Häuslebauen ist akut bedroht. Natürlich kannst du einen alten Kasten erben, unter 200 Quadratmetern sogar steuerfrei. Aber du kannst eben nur das Haus vererben, aber nicht die Häuslebauer-Mentalität. Wir von Kein Schöner Archiv machen uns wirklich Sorgen um Häuslebauerinnen, aber wir müssen professionell nachfragen. Stuttgart, Fellbach und Umgebung, überall Häusle, soweit das Auge reicht. Nee, ich lese deinen Text vor. Ja, aber lies ruhig weiter. Wo geht's denn weiter? Ich übernehme an meinen Kollegen. Ja, du willst hier weniger jetzt Arbeit machen. Ja, genau. Jetzt mach, komm. Du liest durch, nee, liest du mal weiter. Nee. Okay, wir von Kein Schöner Archiv machen uns wirklich Sorgen um Häuslebäuerinnen, aber wir müssen professionell nachfragen. Stuttgart, Fellbach und Umgebung, überall Häusle, soweit das Auge reicht. Wer hat eigentlich alles ein Häusle, liebe Norei? Das Häuslebauen als Way of Life ist Ausdruck einer traditionellen Erwartungshaltung an das Leben selbst. Die Planungssicherheit, die mit Stabilität und Wohlstand verknüpft ist und die in der sogenannten Wirtschaftswunderzeit entstand. Dieses Wunder ist aber auf dem Rücken mehrerer Millionen Arbeitsmigrantinnen erwirtschaftet. Auch das Häuslebauen ist eine exklusive Praxis. Damit die einen Häusle bauen können, mussten die Menschen, die maßgeblich am Wohlstand der Bundesrepublik beteiligt waren, mit den unsanierten Altbauten in den heruntergekommenen Altstädten Vorlieb nehmen. Mein Kollege hat gerade den Kanakenkomplex zur Sprache gebracht. Lieber Michael, heute Abend bist du mal an der Reihe, dich zu rechtfertigen. Ein 200 Quadratmeter Häusle ist aus meiner Sicht keine Kleinplastik.
Du bist mit leeren Händen gekommen. Alles, was du machst, ist nur reden. Wieso ist kein schöner Archiv überhaupt in Fellbach dabei? Das Event heißt kein schöner Archiv Spezial. Michael und Nora bauen ihr Traumhaus. Oder bist du etwa auch noch mit leeren Versprechungen hierher gekommen? Liebe Nora, ich fühle mich angegriffen und möchte deshalb grundsätzlich werden. Ich kann zumindest versprechen, dass es gleich plastisch wird. Jetzt kommt ein Referat. Die von der Anthroposophie beeinflusste Theorie der sozialen Plastik besagt, jeder Mensch könne durch kreatives Handeln zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dadurch plastizierend auf die Gesellschaft einwirken. Die Grundlage der Idee der sozialen Plastik ist der Mensch, der durch Denken und Sprache soziale Strukturen entwickelt. Diese Entwicklung der Gesellschaft verstand Josef Beuys als einen kontinuierlichen kreativen Prozess. Aus dieser Vorstellung entstand die viel zitierte These der sozialen Plastik. Jeder Mensch ist ein Künstler, die Josef Beuys erstmal 1967 im Rahmen seiner politischen Aktivitäten äußerte. Im Gegensatz dazu werden im üblichen Sprachgebrauch Menschen als Künstler angesehen, die auf dem Gebiet der bildenden und der darstellenden Kunst und der Musik kreativ tätig sind. Sie erschaffen Kunstwerke oder stellen Ideen zu deren Schaffung bereit. Dem stellte Beuys seine Vorstellung gegenüber, dass jeder daran teilnehmen kann, das Leben insbesondere in Politik und Wirtschaft sozial und kreativ zu gestalten. Insofern möchte ich hinzufügen, dass immaterielles Erbe die logische Fortführung der sozialen Plastik ist, Schutzenvereine und Shisha-Bars, Genossenschaft und Community, überall immaterielle soziale Plastiken. Du hast zu Recht gesagt, dass vegantisierte und auch queere Kulturarbeit doppelte Arbeit ist. Kein schöner Archiv ist eine performative Plastik. Wir werden so lange immaterielles Erbe dokumentieren, bis die Gesellschaft, die wir uns wünschen, Wirklichkeit wird. Das macht total Sinn. Also, jetzt wird in die Hände gespuckt. Ich finde Baden-Württemberg unglaublich inspirierend. Häusle bauen ist ein Way of Life, kein Gewohnheitsrecht der Dominanzkultur. Lass uns ein Traumhäusle für kein schönes Archiv bauen. Okay. Unsere vielen Unterstützerinnen auch heute Abend machen deutlich, dass wir das absolute Gegenteil vom Humboldt-Forum sind. Niemand hat Geld in die Hand genommen, um uns ein Gebäude in bester Lage hinzuklotzen. Aber dafür haben wir ein durchdachtes Konzept. Wir freuen uns über die besten Wünsche, dass unser Archiv seinen Platz in der Erinnerungslandschaft findet. Und wir haben einen Weg gefunden, die Baukosten auf ein Minimum zu reduzieren. In ihrem Buch »Die Farbe der Wahrheit« gibt es ein Kapitel, das C2Style »Paläste der Erinnerung, Dokumente und Monumente, Politik des Archivs« genannt hat. Hito schreibt dort, Zitat, gegen Ende des 16. Jahrhunderts kam der Jesuit Matteo Ricci nach China. Unter den Künsten, die er dort lehrte, war auch der Bau sogenannter Paläste der Erinnerung. Die Konstruktion solch imaginärer Paläste war ursprünglich eine Technik griechischer Rhetorik. Wenn jemand sich eine Rede merken wollte, legte er die einzelnen Elemente seines Referats in bestimmten Räumen seines Gedächtnispalasts ab. Dieses Fantasiegebäude war ein Baukasten, um Erinnerungen zu sortieren. Zitat Ende. Und C2Style fährt dann fort. Erinnerung an Orte zu binden und sie räumlich zu organisieren, ist ein System mit einer langen Tradition. Aber nicht nur in der Fantasie, sondern auch in der Realität entstehen Erinnerungspaläste in Form von Archiven, Bibliotheken oder virtuellen Informationsarchitekturen. Der Unterschied zu den frei erfundenen Erinnerungsarchitekturen ist vor allem, dass sie ihren fantastischen und immer auch fiktiven Ursprung hinter einer Fassade der Neutralität verbergen. Sie schließt daraus, dokumentarische Arbeiten sind Paläste der Erinnerung, die im Gegensatz zu Archiven Dokumente nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit ordnen. Beide erfüllen jedoch eine ähnliche Funktion. Sie sortieren Dokumente, bewahren sie auf, stellen Zusammenhänge zwischen ihnen her. Die Vorstellung, dass Dokumente eine Art Unterkunft brauchen, in der sie nach Belieben arrangiert werden können und vor unerlaubtem Zugriff geschützt sind, spiegelt sich auch im Begriff des Archivs selbst wider. Die Dominanzgesellschaft kann gerne in jedem Hohenzollernschloss ein Humboldt-Forum bauen. Zum Dank für eure Einladung laden wir euch in unseren Erinnerungspalast ein. Ihr könnt nun eure Augen schließen, wenn ihr wollt. Die große Show ist vorbei. Wir befinden uns in einem riesigen Kuppelbau, so hoch, dass die Decke kaum zu sehen ist. Riesige Fenster lassen das Sonnenlicht herein.
und durchfluten den Raum mit Licht. Trotzdem fühlt ihr euch nicht klein. Auf der großen Marmorfläche in der Mitte tummeln sich Menschen, fröhlich und entspannt wie ihr selbst. Es gibt keine Krankheiten an diesem Ort, niemand muss eine Maske tragen, außer Hendrik. Es gibt keine Missgunst an diesem Ort, alle können euer Lächeln sehen. Ihr hört überall schallendes Gelächter. Menschen fallen sich immer wieder in die Arme und drücken sich. Irgendwo wird spontan getanzt. Auf den Rängen haben weitere Menschen auf Kuschelkissen Platz genommen. Sie diskutieren angeregt, teilweise heftig. Den Wütenden wird zur Beruhigung freundschaftlich auf die Schulter geklopft. Im großen Rondell der Tribünen könnt ihr alle Anwesenden der performativen Versammlung gleichzeitig sehen. Es gibt kein Zentrum, keinen Mittelpunkt, keine frontale Situation. Kein schöner Archiv hat einen Palast der Republik eröffnet. Es ist ziemlich trubelig hier. Durch ein Tor betretet ihr einen voll verglasten Gang. Hinter euch hört ihr noch die Party im Kuppelbau dröhnen, aber mit jedem Schritt wird es ruhiger. Links und rechts des Gangs könnt ihr große Werkstätten und Ateliers. Ich habe es geschrieben, bevor ich das erste Mal auf Schloss Solitude war. Es ist ziemlich trubelig hier. Durch ein Tor betretet ihr einen voll verglasten Gang. Hinter euch hört ihr noch die Party im Kuppelbau dröhnen, aber mit jedem Schritt wird es ruhiger. Links und rechts des Gangs könnt ihr große Werkstätten und Ateliers sehen, Arbeitstische mit großen Rechnern, Film- und Tonstudios, Fotolabore, Töpferstuben, Probenräume und Druckwerkstätten, Tanz- und Theaterbühnen, eine riesige Bibliothek, ein Kino. Ob auch noch eine Philharmonie angebaut werden soll, ist drüben im Kuppelsaal heftig umstritten. Überall wird emsig gearbeitet. Kein schöner Archiv dokumentiert das immaterielle Erbe live und öffentlich. Und das zu fairen Bedingungen. Niemand ist gestresst, niemand hat Angst. Alle sind wertschätzend. Sogar die weißen Dudes, die früher an der Kunsthochschule rumgemackert haben, haben gelernt, nice zu sein. Für den Zutritt zu den Werkstätten gibt es nur eine Bedingung. Jede und jeder muss einmal in der Woche eine Schicht im Wellnessbereich des Palasts schuften. Der Wellnessbereich von Kein Schöner Archiv ist der exklusivste Bereich des ganzen Palasts. Hier verdienen wir uns das Privileg, einen kreativen Beruf ausüben zu können. Eigentlich ist es auch kein richtiger Wellnessbereich. Es ist ein lebendiges Denkmal. Hier werden alle Bräuche und Techniken eingeübt, die der Erholung und der Selbstfürsorge dienen. Der Palast von Kein Schöner Archiv wurde aus Steuergeldern finanziert. Und der Wohlstand der deutschen Gesellschaft wäre undenkbar, wenn nicht sogenannte Gastarbeiterinnen und Arbeitsmigrantinnen seit Jahrzehnten den Großteil der Scheißjobs erledigen würden. Nur sie haben Zutritt zum Wohlfahrtsdenkmal, legen die Füße hoch und bekommen von Künstlerinnen und Intellektuellen Chai und frisch gepresste Säfte serviert. Von der Sonnenterrasse des Wellnessbereichs führt eine Treppe hinab in den Community-Garten, der für uns alle geöffnet ist. Alle arbeiten Hand in Hand, um den Garten zu beackern. Der Community-Garten ist ein Ort der Vielfalt. Nirgendwo sonst werden so viele unterschiedliche Sorten Kartoffeln kultiviert. Am Ende des Ackers finden sich plötzlich hohe Hecken. Es ist auf einmal ganz still. Nur ein Vogel zwitschert. Ich habe keine Ahnung, was für einer. In der Stille hört man, wie die zwei Würfel eines Backgammon-Spiels auf Intarsienholz schlagen. Hinter den Hecken liegt der Rosengarten von Kein Schöner Archiv. Das Labyrinth mit den hohen Rosenhecken bietet viele kleine, versteckte Nischen und Höhlen. Die netten weißen Dudes aus den Werkstätten finden den Weg so gut wie nie hierher. In den vielen Separés finden alle einen sicheren Ort, die diskriminierende und traumatisierende Erfahrungen miteinander gemeinsam haben. Im Schutze der hohen Hecken wird hier in Ruhe geweint, getrauert und getröstet. In einer anderen Ecke des Gartens findet sich eine große, schwere Stahltür, die durch Sichtbeton gerahmt ist. Hier führt eine Treppe hinab in den letzten Raum, den wir euch heute zeigen wollen. Entschuldigt bitte die Unordnung, es ist noch eine Baustelle. Hier befindet sich das Lab von Kein Schöner Archiv. Auf dem Treppenabsatz hört ihr laute Bässe wummern. Große, schöne, queere Menschen laufen gut gekleidet im Takt der Musik. Ihr Make-up und ihre Tattoos sind genauso messerscharf wie ihr Verstand. Sie alle arbeiten an neuen Ausgaben von Kein Schöner Archiv.
Kartoffel-Community, Natürlich Blond und Zucht und Ordnung waren allesamt Ausgaben, die uns vor Augen geführt haben. Immaterielles Kulturerbe und Naturerbe haben eine Sache gemeinsam. Sie sind ständig in Bewegung, weil sie lebendig sind. Ob Kartoffelzucht, Ahnenforschung oder Blondsein, Natur und Kultur sind komplex miteinander verbunden. Die MitarbeiterInnen des Labs suchen nach neuen Formen, wie immaterielles Erbe wächst und gedeiht. Bisher wird immaterielles Erbe nämlich ziemlich heteronormativ gedacht. Bräuche, Traditionen und Handwerkstechniken werden häufig so dargestellt, als würden sie von den Eltern an die biologischen Kinder weitervererbt. In einer postmigrantischen Gesellschaft gibt es aber allerhand Alltagskulturen, die wir nicht von unseren Eltern übernommen haben. Analsex zum Beispiel oder Clown bei Karstadt. Das Lab ist daher ein Ort, an dem wir Wahlverwandtschaften untersuchen, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Wenn du die Augen nun wieder öffnest, sitzt du in Fellbach auf der 15. Triennale der Kleinplastik. Und es ist immer noch Pandemie oder bald wieder. Aber keine Sorge, du bist nicht allein. Es gibt diesen Palast. Kein schöner Archiv ist überall, in Berlin-Kreuzberg, in Fellbach, in Köln und in Duisburg sowieso, direkt um die Ecke in deinem Kiez, sogar auf deiner Matratze. Du bist jederzeit eingeladen, neue Räume zu entdecken oder Anbauten zu planen. Wir werden uns wiedersehen im Palast von Kein schöner Archiv. Du musst nur ganz fest daran glauben. Und ich würde jetzt gerne ja auch fürs Publikum öffnen und vielleicht habt ihr auch irgendwie eine Erfahrung, eine Resonanz, eine Frage an die beiden, die ihr heute mit uns teilen wollt. Ups. Ja, mir war das natürlich wahrscheinlich wie den meisten gar nicht bewusst, was da alles in diesem UNESCO-Archiv drin ist. Und von den ganzen aufgezählten Aktivitäten übe ich selber nur zwei aus, Brotbacken und Skat spielen. Und ich habe aber ADW schon Skat beigebracht. Also immerhin habe ich diese immaterielle Aktivität haben wir erweitert. Aber umgekehrt habe ich natürlich auch vieles gelernt, was vielleicht nicht in diesem Brauchtumserbe drin ist. Und vieles davon wird auch, glaube ich, einfach von selber verschwinden. Kannst du klauen bei Karstadt? Ich jetzt? Heute? Ich kann nur bei dir, nicht bei mir. Ich bin Beamtin. Okay, cool. Also das ist jetzt eine schwierige Frage. Genau, ich gebe mal wieder zurück. Ich wollte nur sagen, also ich würde sehr gerne natürlich mein Archiv erweitern und fände es toll, wenn diese Aktivitäten in eurem Palast auch irgendwie zugänglich sind. Ihr habt ja eine Website, oder? Und da sind die aufgeführt. Vielleicht könnt ihr uns darüber noch ein bisschen was erzählen, wie man jetzt sozusagen den von euch kategorisierten oder aufgenommenen Aktivitäten, ihr habt doch jetzt 6 oder 7 aufgenommen, wie können wir denen begegnen? 12, Entschuldigung, ich bin schlecht mit Zahlen. Am besten live. Also genau, geht es darum, das einfach live und öffentlich zu dokumentieren. Also in sogenannten performativen Versammlungen oder Zusammenkünften. Und langfristig soll das auch in den digitalen Raum überführt werden. Genau, also es gibt so, wir können das ja, also die UNESCO hat nur eine Liste, wir haben viel mehr. Und einige Sachen kann man sich anschauen, wenn man live vor Ort ist, weil wir ja bei jeder unserer Ausgaben ein bisschen immaterielles Erbe einfangen. Zum Beispiel bei Kartoffel-Community haben wir Leute eingeladen, uns zu erklären, was Community für sie bedeutet, während sie eine Kartoffel pflanzen. Das begrenzt die Zeit natürlich, zu erklären, was Community ist. Und die haben dann die Kartoffeln mitgenommen, weil sie unsere Pflanzpatin sind und in der Pandemie ist unser Community-Garten getrennt aufgewachsen. Also die haben die Kartoffeln großgezogen und nach der Ernte haben wir die Kartoffeln zurückbekommen, um Kartoffeldruck zu machen und um Community auf die Pullis zu drucken.
waren wir die Ersten in der Kunstgeschichte. Und, und die Pullis gibt es, die laufen durch die Straßen Berlins. Und es gibt die Videos, die gedreht wurden, während die Kartoffeln gepflanzt wurden. Die Pflanzen gibt es halt nicht mehr. Aber die Videos werden eines Tages auf einem digitalen Erinnerungspalast auftauchen, sobald ihn jemand bezahlt hat. Warum der Name? Mich hat einfach der Name ein bisschen verwirrt. Warum kein schöner Archiv? Na, wie beim Lied kein schöner Land. Wir sind das schönste Archiv von allen. Das ist eine Abkürzung. Kein schöner Archiv in dieser Zeit. Es gibt kein schöneres als unseres. Aber ich glaube, diese Anspielung versteht man nur, wenn man eben wirklich mit deutschsprachiger Volksmusik groß geworden ist. Ja, das ist die Voraussetzung. Man muss deutsches Lied gut kennen und ansonsten kann man den Namen schön finden oder ihn verwirrend finden. Verwirrung ist ja auch gut. Es ist viel eine Herausforderung. Ja. Also ich bin auch nicht Bio-Deutsche. Ja. Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und ich fühle, also ich muss einfach nicht alles mitmachen. Ich mache das, was mir gefällt. Ja. Ich bringe auch etwas mit. Und ich glaube, das ist auch der Sinn und Zweck, also unseres Miteinanders. Teilweise kann ich es unterstützen, manchmal aber auch nicht. Ich habe auch meine Gedanken. Aber ich glaube auf jeden Fall, wir sind auf dem guten Weg. Ah, da müssen wir gar nicht darauf antworten, oder? Wussten wir nicht. Mit dem Namen, naja, aber man kann den ja auch so lesen, dass die bereits existierenden Archive nicht schön sind. Weil die dominanzkulturell sind. Also, ja, na klar, auch. Ich möchte jetzt nicht die Bühne wegnehmen, aber es geht tatsächlich um Matteo Ricci. Denn vor 20 Jahren habe ich das Buch gelesen. Ich glaube sogar auf Italienisch, Palazzo della Memoria oder sowas. Und die Voraussetzung war, als er nach China gekommen ist, tatsächlich auch, er hat Chinesisch gelernt. Er hat sich auch sehr, sehr, sehr bemüht, um die Kultur zu erfassen, um in der Kultur sich gut zu fühlen. Und ich glaube, das war auch das Geheimnis seines Erfolgs. Und vielleicht können wir das auf uns jetzt auch schließen. Also wollen wir Erfolg haben oder nicht? Wie weit wollen wir Erfolg? Wie weit wollen wir es auch integrieren? Was wollen wir haben? Erfolg. Ach so, ich dachte Volk. Nein. Wie weit wollen wir, also oder welchen Erfolg wollen wir haben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und auf jeden Fall, ich finde es einfach schön, sich wohlzufühlen. Aber die andere Seite muss sich auch dabei wohlfühlen. Das ist der Schlüssel. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich bin begeistert, ihr habt mich entführt. Ich hoffe, es ist uns allen gelungen, in diesen neuen, tollen, großen Palast einzutreten. Nicht nur als Utopie, sondern auch tatsächlich immanent in unserem Sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch, dass ihr uns jetzt nochmal eine Tür geöffnet habt, das, worauf wir jetzt auch kommen, eigentlich auch nochmal mit einem anderen Aspekt anschauen zu können, weil ihr habt jetzt nicht nur über das immaterielle Kultur, sondern auch Naturerbe gesprochen. Das ist mir aufgefallen als Begriff. Vielleicht kriegen wir da eine Brücke hin. Ich freue mich ganz besonders, dass wir jetzt mit so einer wunderbaren performativen Intervention, wie du es genannt hast, Nicola, starten konnten. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt machen wir eine kleine, nicht Umbaupause, aber vielleicht schon. Und dann geht's weiter mit Antje Majewski und Irene Schöne. Dankeschön.